Heyo, ich bin Tommy Something, ich liebe Videospiele und fuck ja, ich liebe es zu gewinnen. Aber verlieren ist ehrlich gesagt gar nicht mal so schlecht, wenn man darüber nachdenkt. Videospiele oder Spiele im Allgemeinen, also auch Tabletop-Games, sind in allererster Linie eins. Ein sicherer Ort, an dem es uns möglich ist, Dinge einfach auszuprobieren. Anders als beim Job oder eben im echten Leben, ist nicht jede unserer Entscheidungen davon geprägt, dass wir oftmals eine Menge aufs Spiel setzen und tatsächlich etwas verlieren. In Videospielen können wir sterben, ein Match verlieren, bankrott gehen und von vorne starten. In gewissen Spielen wie der Souls-Reihe oder Cuphead, beziehungsweise in alten Arcade-Games, ist das Verlieren sogar ein fester Bestandteil des Konzeptes. Arcade-Hallen hätten niemals Geld verdient, wenn wir bereits schon nach einer Münze das gesamte Spiel durchgespielt hätten und damit die Herausforderung zu gering wäre, überhaupt irgendetwas zu spielen. Also mussten die Entwickler damals wie auch heute dafür sorgen, dass das Verlieren Spaß macht, damit wir nicht frustriert aus den Arcade-Hallen kamen, sondern es am nächsten Tag nochmal probieren. Die meisten Videospiele schaffen es dadurch, dass sie euch entweder mehrere Versuche in einem Spiel geben, euch euren Fortschritt zeigen oder euch so knapp verlieren lassen, dass es klar wird, dass dieses eine verflixte Level zu bestehen ist, wenn ihr aus euren Fehlern lernt. Denn genau dann ist das Gameplay im Fokus. Es geht nicht mehr darum, ob wir gewinnen oder verlieren, sondern wie wir das Spiel spielen. Verlieren ist nie wirklich unterhaltsam. Wer ständig verliert, der wird wahrscheinlich irgendwann gefrustet sein und dann ein Videospiel auch nicht mehr anrühren wollen. Aber genau das ist auch der Fall, wenn wir ständig gewinnen, beziehungsweise wenn der Sieg in den Fokus rückt. Fuck, fuck, oh, fuck this shit, ey. Okay, kein Bock mehr, kein Bock mehr. Videospiele waren schon immer in irgendeiner Weise competitive, wenn es darum geht, den Highscore zu erreichen oder sein Gegenüber platt zu machen. Aber Spaß am Spiel stand eigentlich immer im Vordergrund und erst durch den professionellen E-Sport fing es sich langsam an zu verändern. Nicht nur, weil Gaming ein Beruf wurde und damit auch mehr zu verlieren war als nur ein Match, sagen wir mal. $1 million. Sondern auch, weil das Gewinnen und das besser als alle anderen zu sein eine Prestigesache wurde. Und dieser Gedanke wird auch von Videospielen mehr und mehr gefördert. Fortschritte gehen verloren in Offline-Games und Ränge werden runtergesetzt in Online-Games. Die logische Schlussfolgerung: Es entstehen Spieler, die nur dann Spaß haben, wenn sie gewinnen. Und wenn sie verlieren, steigt ihr Frustlevel dadurch noch höher. Sie werden aggressiv und nicht in wenigen Fällen toxisch. Ich konnte bereits ein Video darüber machen, wie schädlich toxisches Verhalten sein kann, besonders für die Videospielbranche. Falls euch das interessiert und ihr es noch nicht gesehen habt, den Link dazu findet ihr oben in der Infocard bzw. unten in der Beschreibung. Schaut einfach mal vorbei. Aber wenn wir uns das mal genauer ansehen, ist dieses toxische Verhalten eigentlich genau das Gegenteil von dem, was Videospiele erreichen wollen. Ähnlich wie bei Filmen geht es auch bei Videospielen oftmals darum, Eskapismus zu erreichen und uns von unserem öden Alltag und Stress zu befreien und nicht darum, das Ganze noch schlimmer zu machen. Schauen wir uns das Ganze einfach noch distanzierter an. Was können wir eigentlich verlieren, wenn wir zum Beispiel ein Rank-Match in Overwatch in den Sand setzen? Nichts, außer unser eigenes Ego und was es für uns bedeutet zu gewinnen. Aber diese Definition erschaffen wir uns ja selbst. Es ist also nichts von Bedeutung, denn selbst wenn wir Punkte verlieren, wir können sie eigentlich jederzeit wiedergewinnen. Und wenn wir statt uns aufzuregen einfach aufmerksam spielen, können wir sogar genau wissen, was wir falsch gemacht haben und uns dadurch in unserer Spielweise verbessern. Sagen wir mal rein hypothetisch, wir würden ständig gewinnen. Nichts würde sich verändern und irgendwann würden wir auch das Gefühl bekommen, der Beste zu sein. Unbesiegbar sozusagen. Das wäre ziemlich langweilig, wenn ihr mich fragt, denn erst wenn wir verlieren und dann gewinnen, haben wir das Gefühl, irgendwas erreicht zu haben, weil wir wissen, dass das Ganze aus einer Entwicklung heraus passiert ist. Mein liebstes Beispiel kommt dafür aus Demon's Souls. Wenn ihr dort den ersten Boss begegnet, dann tötet euch dieser mit einem Schlag. Außer ihr seid schon super krass drauf und könnt ihn durch Ausweichen irgendwann besiegen. Aber selbst dann kommt einfach ein noch größerer Motherfucker und fegt euch weg. Worauf ich aber hinaus will, ist, dass die Situation so over the top ist, dass ihr im ersten Moment nicht anders könnt als zu lachen. Und wenn ihr den Dämon später im Spiel wieder begegnet, seid ihr deutlich stärker und er ist nicht mehr das Problem. Andere Spiele wie zum Beispiel Mega Man X haben das auch schon gemacht. Aber es ist eine clevere Art, um klarzumachen, dass Verlieren oder Gewinnen in einem Videospiel nicht das Thema sein sollte, sondern eher Spaß am Gameplay zu haben und was noch auf euch wartet. Selbst bei Online-Games wie zum Beispiel Overwatch oder League of Legends denke ich gar nicht mehr dran, wie sehr mich eine Niederlage triggern kann, sondern überlege mir stattdessen, was ich falsch gemacht habe und freue mich schon auf das nächste Match, um dort dann richtig ballern zu können. Ballern!
Ey, sag mal, willst du mich verarschen? Ich hab nicht einen gekillt! Aber gerade solche Team-Based Games haben eine Komponente, die man nicht kontrollieren kann und bei der euer Skill nichts mehr bringt. Die anderen Spieler. Wenn jemand aus eurem Spiel aktiv trollt und versucht, das Spiel zu sabotieren, weil er sie einen schlechten Tag hatte oder weil das ihre Spielweise ist, dann gibt es nur wenig, was ihr aus dieser Niederlage schöpfen könnt. Aber da sind wir wieder bei toxischen Spielern und ich will heute nicht zu sehr meine Hoffnung an die Menschheit verlieren. Wenn aber jemand in eurem Team ist, der das Spiel nicht so beherrscht, beziehungsweise euer Team unorganisiert ist, dann sind das die Momente, in denen ihr tatsächlich eine nützliche Fähigkeit für euch trainieren könnt, und zwar Management. Ich war schon in etlichen Noob-Teams, in denen wir aber zahlreiche Matches gewonnen haben, einfach nur weil jemand darin gut war, das Team über das Match zu managen und die richtigen Anweisungen zu geben. Es kann hilfreich sein, auf andere Spieler zu hören oder selbst die Führung zu übernehmen, und auch das gehört zum eigentlichen Spiel. Auch wenn es blöd klingt, gewinnen ist nun mal nicht alles und ab und zu ist es sogar noch nicht einmal der Sinn des Spiels. Wenn wir uns das Ganze von der Ferne betrachten, fällt es schnell auf, dass Verlieren ein interessanter Aspekt in Videospielen sein kann. Denn dann beschäftigen wir uns mit dem eigentlichen Gameplay und wenn es am Ende des Tages nicht darum geht, können wir genauso gut einfach vor uns hingrinden und damit alleine sein. Aber Videospiele sollen ein Engagement schaffen, entweder mit dem Spiel selbst oder mit anderen Spielern, Spielerinnen. Es geht nicht um Wut oder Enttäuschung, es geht auch nicht um den Sieg am Ende, sondern eher, wie wir dorthin kommen und was wir bis dahin vom Spiel oder von anderen gelernt haben. Wenn euch ein Spiel so sehr frustet, dass ihr es nicht mehr genießen könnt, dann ist es vielleicht einfach an der Zeit aufzuhören und sich ein anderes Spiel zu suchen. Ich meine, wir haben ja schließlich die Qual der Wahl. Wie wichtig ist euch der Sieg in einem Videospiel und was haben euch Videospiele schon beigebracht? Schreibt mir das gerne in die Kommentare und wir diskutieren darüber. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt mir doch einfach mal Feedback und eine Bewertung. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.